Hallo, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Hier ist nun ein neues Video von mir. Es geht diesmal um Nutella Go. So. Nutella Füllhöhe. Aha, das ist ja schon mal was. Hier sind die enthalten durchschnittlichen Nährwerte. Ja. 55,9 Gramm. Sind das jetzt ja 55,9 Gramm Kohlenhydrate davon, also sind Zucker. Fett 31,8 Gramm. Davon gesättigte Fettsäure 10,7 Gramm. So, und das Ganze hat 100 Gramm 547 Kilokalorien. Das ganze Paket hier hat ein Gewicht von, steht das irgendwo? Ne, pro Becher steht ja hier. 268 Kilokalorien. Das sind 13% von dem Tagesbedarf. So, jetzt werden wir das mal hier aufmachen. So, also haben wir dann praktisch, bis hierhin geht das Nutella. Hier haben wir die Stäbchen, das sind so Kekse. Steht ja auch drauf, knusprige Brotsticks und Nuss-Nougat-Creme. Zutaten der Nuss-Nougat-Creme, Zucker, pflanzliches Fett, Haselnüsse 13%, fettarmer Kakao, Magermilchpulver 7,5%, Emulgatoren, Lecithine in Klammern Soja, Valinin, Zutaten des Brotsticks, Weizenmehl, pflanzliches Fett, Salz, Backhefe und Malzextraktpulver. Gut, dann werden wir das Ganze jetzt mal hier mal probieren. Gut. Was gibt es da zu sagen? Wer Nutella kennt, der weiß, wie es schmeckt. Die sogenannten Brotsticks, die schmecken eigentlich nicht nach Brot, sondern eher so wie Hardcakes. Das Ganze schmeckt nicht schlecht. Und kann ich auch ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Also, mir hat es auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Probiert selber mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Ihr könnt auch bei Facebook vorbeigucken, auf meiner Facebook-Seite. Der Link ist unten in der Beschreibung und auch oben im Kanal nochmal extra verlinkt. Und wenn ihr, wenn ihr ungefähr hier klickt, dann kommt ihr zu meinem Hauptkanal. Da geht es über Überraschungseier. Schaut doch auch mal da vorbei. Guckt es euch an, vielleicht gefällt es euch. Das war jetzt erstmal dieses Video. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Und tschüss.